Hey Leute, was geht ab zu einem weiteren Part am Shooter Sunday mit Michael und mir bei Counter-Strike. Und ich merke gerade, wie scheiße laut das Ganze hier ist. Ja, der Counter-Strike ist schon immer laut gewesen. Ja, aber irgendwie ist es gerade extrem. Ach ja, weil ich das. Warte mal. Das ist okay. Ja, na gut. Erstmal gar nichts kaufen. LOL. Scheiße. Habe ich niemanden getroffen? Echt nicht? Das ist ja mal gay. Sofort weggeschossen. Die einzigen, die tot sind, sind die in IMM. Was? Oh Gott. Ja. Okay, sag an, wie hast du geschlafen? Ja, stimmt. Ich habe mir jetzt auch gerade so überlegt, wie man es am besten ansprechen kann. Ja, Michael, ich habe fast gar nicht geschlafen, außer 4 Stunden. Und zwar beim lieben Robert, als wir den LoL-Stream, die Finals sozusagen, der Championship gesehen haben. Ja, man muss dazu sagen, wir haben heute Sonntag den Schlag mich tot 19. Und heute war das Finale der World Championship von LoL. Und wir dachten uns so, wir machen mal so ein kleines Treffen mit unserer Gruppe hier bei einem Kumpel. Und alles super schön, ne? Aber leider ist diese World Championship ja frühs gewesen. Beziehungsweise ging früh los. Und da wir alle eigentlich nicht so die Frühaufsteher sind, haben 50% von uns durchgezogen die Nacht. Und dementsprechend war auch der Müdigkeitsfaktor. Also ich bin in den ersten Game, glaube ich, locker 15 Minuten verschlafen von den 20 Minuten. Karl daraufhin die folgenden 4 Stunden. Ja, stimmt. So, ich hatte wenigstens etwas noch davon, Karl eigentlich weniger. Naja, doch, ich weiß ja, wer gewonnen hat. Übrigens, Samsung White hat gewonnen. Möchte ich Samsung mir jetzt meine. Galaxy. White, das neue Smartphone. Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Cover, das ist dann Samsung Galaxy White. Aha, okay. World Championship White. Okay, so. Sind wir Counter-Terrorists oder sind wir Terrorists? Wir sind Terrorists. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, was du bist. Deswegen, ne? Warum renne ich denn immer vor? Ich habe keine Ahnung, warum du vorrennst. Ja, was ich gelernt habe, ich werde das einfach nicht mehr machen. Was? Durchziehen eine Nacht. Ich bin einfach zum Schlafen geboren. Ja, ich auch. Aua, Scheiße hat er mir gegeben. Schon wieder dieser Zbob Gentil, was auch immer. Also das nicht einmal. Ach ja, und was wir gemacht haben über die ganze Nacht, wir haben etwa 15 ARAMs gespielt. Das war ein Fest, das kann ich euch sagen. Ich habe auch ein Video mal gemacht, einfach nur mal um zu zeigen, wie abgefuckt wir sind. Das wird wahrscheinlich bei Spielerfahrungen der ganz besonderen Sorte, also bei der Playlist auftauchen. Falls ihr euch das mal ansehen wollt und was wir für Bullshit gelabert haben. Ah. Lol. Alter. Der Kermit mit seiner abgesägten Schrotflinte, what the fuck? Jetzt hat er eine AWP. Von Opa Klaus. Ah, ich nehme mal eine Pro 90. Pro 90. So, mein Vater kam gerade rein, hat mich gefragt, wie es mir geht, weil ich ja durchgezogen habe. Oh, wie jetzt meine Beine wehtun. What the fuck? Tun dir deine Beine Schmerzen. weh? Nee, ich habe keine Ahnung, wo meine Beine wehtun. Bin ich Jesus? Weiß ich solche Dinge? Nein. Ich bin nicht Jesus und ich weiß solche Dinge nicht.
No. Kommen wir hier nicht durch. Ach, scheiße. Nachladen. Müssen wir hier lang. Roger, Roger. Ja, gerade ein bisschen, ne? Alles Roger mit Roger. Rogerson. Mhm. Rogerson. Ich sollte gleich mal mit der Schrotflinte spielen, vielleicht passt das besser zu mir. Ich habe einfach noch diese MB2-Gene. Sagst Profi mit Spaß oder was? Ja, einfach vorrennen und alles wegschrotzen. Ja. Granate wirft, stirbt. Oh, sowieso. Buddy joined your channel. Hallo. Hallo, Buddy. Hallo, Pascal. Willkommen zur Aufnahme von Shooter Sunday bei Counter-Strike. Wir sind Helden und haben den Channel nicht gewählt. Scheiße. Aber warum muss ich dann nachladen? Warum? Wie war denn dein Tag so? Nee, jetzt schon mal hier. Ja, genau. Warum hast du mit uns nicht mal einfach mal die Nacht durchgemacht und dann den Stream geguckt? Wir haben 15 Arams. Ich habe 15 Arams. Wir haben 15 Arams gespielt und ich habe 2 Pentas gemacht. Also ich bitte dich, ja. Jetzt ruhig mitmachen können. MVP. Bitch, please. Hey, Pro 90 ist echt strong. Das ist schweigsam. Ja, weil ich jetzt hier eine Viertelstunde warten muss. Bei Arcade, weil hier eine riesige illegale Farm ist. Okay. Aber das jetzt sind auch noch lustig an. Hier rumlungern. Den ganzen Tag traue ich nicht so sehr. Oh, oh Gott, oh Gott, oh mein, oh, oh. Ich wusste nicht, dass dass die Garage aufgeht, wenn man da ranläuft. Oder hat die einfach jemand aufgemacht? Nee, ich glaube, die geht auf, wenn man. Nee. Warte. Genau, schieß auf deinen Teamkollegen. Du bist so intelligent. Aber Gott sei Dank gibt's eine Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Shotgun. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Ja, stimmt, die Pumpgun. Oh, ich fühle mich einfach so mega scheiße. Bist du nicht so mega scheiße? Na, oh, keine Ahnung, mir ist so leicht schlecht und. Was habe ich in den letzten paar Stunden gegessen und zu mir genommen? Das war Fett, Koffein und Zucker. Verbunden mit Schlafmangel. Also, der Schlafmangel macht mich jetzt nicht ganz so fertig, weil ein bisschen habe ich ja geschlafen, aber. So, an sich, der Rest, das war schon ziemlich übel. Kann man hier eigentlich lang? Okay. So oft habe ich die Map jetzt auch noch nicht gespielt. Schon ein paar Mal, aber nicht so oft. Oh mein Gott, da ist da hinten ein Sniper. So, erstmal pushen. Nachladen, diesmal sicher. Weitergehen. Nicht getroffen. Nice. Das geht hier lang. Busche. Kann mir nicht lang. Aber. Geht. Teabaggen, 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 teabaggen. So. Teabaggen. Teabaggen. Also ich pushe ununterbrochen mit der Pro 90. Klappt ganz gut an sich. Oh. Scheiße. Ey, hier ist ein Level 50er und ich bin gefickt.
Und ich stehe mitten in einem Molotow und komme nicht weg. Na toll. Oh mein Gott, der ist durch mein Feuer verreckt. Ah! Schlecht. Nein! Verdammt. Naja, aber einmal MVP und 8-6. Ich meine, bei mir läuft gerade. Ich bin gerade mehr so der Unterstützer, habe ich das Gefühl. Ich habe 7 Assists. Nicht 7. Das Krasse ist, die lernen einfach nicht dazu. Die vercampen sich einfach da. Und gegen Rusher mit einer P90 oder so kannst du einfach nichts machen, wenn du dich vercampst. P90? Die kommen einfach, um die... Ja, P90 ist übelst stark. Hast du mal gespielt? Nee, nicht wirklich. Ich hab mehr die MP7 gespielt. Also wenn du mit der P90 rushst, du fickst einfach alles weg, weil diese Waffe so unglaublich stark ist. Auf Nahkampf. Okay. Brauchst einfach nur durchzurotzen und dann hast du's. Hoffnung, hier ist auch noch ein 50er von mir. So. Jetzt verkämpfen sie sich wirklich alle da drin. Oh mein Gott, ja, da ist dann noch einer. Hat der einen Wichser Lack gehabt? Hat der Wichser einen Lack gehabt? Wissen der, den ich angeschossen hab? Genau. So, Karl, ich guck dir zu. Enttäusch mich nicht. I'm watching you. Ich befürchte, ich werde dich enttäuschen. Wahrscheinlich. Kann man eigentlich durch? Da war einer. Da war einer. Na komm. Hey. Scheiße, dass wir da oben lang gehen sollen. Na egal. Vielleicht, aber wir haben es geschafft, wir sind durchgekommen, ne? So. Wollen wir noch eins machen oder ich weiß nicht, wie lange ging das jetzt? Weiß ich nicht. Viele sind für Assault. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde Assault, weil es ging ja wirklich ein bisschen schnell. Ja, klar. Machen wir eine Runde Assault. Und dann gönnen wir uns eine Runde und dann mal sehen, ne? Also gönnen wir uns, während wir uns eine Runde Assault gönnen, oder wie? Wir gönnen uns, während wir uns eine Runde Assault gönnen. Eigentlich wollten wir ja noch mit Chris und Felix Payday spielen, aber ich glaube, Felix legt sich Pen die Pussy und Chris, muss seinen Computer noch nach Hause schleppen. Ich glaube, das wird nicht das. Ich glaube ja doch, dass das Problem sein könnte. Ah, ich mag es halt überhaupt nicht, merke ich gerade. Das wird er schon fertig haben, weil das dauert ja nun echt nicht lange. Ich würde gerne zu Terroristen gehen. Ich würde immer noch gerne zu Terroristen gehen, oder? Ich will zu meinem Schnuckelchen. Oh. Die lassen mich echt nicht. Jetzt bin ich bei dir. Nice. Ah, das ist Assault. Yep. Auf der anderen Seite. Was Assault ist. Das ist die Camper-Seite, ja. Oh mein Gott, wie. Ja, genau, genau. Na gut, ich spiele nicht allzu oft Dual Beretta. Muss man noch dazu gesagt haben. Oh mein Gott. Um einfach mal richtig nur mich nach Ausreden zu suchen. Gut. Das ist der letzte. Der macht jetzt noch den weg. Nein, doch nicht. Okay. McCoy. Oh, da wurde er weggemacht. War jetzt keine schlechte Pistolrunde, ne? 2 Kills gemacht. Irgendwann gestorben. Ich bin, glaube ich, ziemlich früh gestorben. So, jetzt kann ich mir wieder der MP7. Oh, hab ich gerade. Ja, hab ich wirklich gemacht. Oh, ich bin so gut. Hui! Ah, Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun.
Hahaha. Ja, ich war so ziemlich tot. So. Na, Karl, räumst du auf? Mehr oder weniger? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie mache ich hier fast gar nichts. Wow. Du tust gut aussehen. Einer, Karl, komm. Russian. Russian Gay Porn. Und komm, sagst du? Komm, Karl, zeig uns mal, wie viele Kills du schon gemacht hast. Drück immer noch F. Oh, 15. Kleiner Gangster. 16. Ui. Siehst du? 16. Meine habe ich auch 16 auf meiner P7. Nice. Das ist auch eine Star Trek? Ich hab auch eine Star Trek, eine MP7, aber. Ich hab ja auch eine Star Trek Bizu, aber ich spiele nicht mehr mit der MP7. Oh mein. Ah, scheiße, warum zieh ich auf Körper? Ich müsste auch eigentlich auf Kopf ziehen, ey. Meine Fresse. Alle hochgelatscht. Alter, du hast gezockt. Was ist los? Du hast Arc Age gezockt. Ja, ein bisschen. Ich bin jetzt wieder Level 9. Oh, ich seh's. Ich glaube, ich hab jetzt. Ich glaube, ich hab in einer halben Stunde genauso viel geschafft, wie als ich in der Beta mal gespielt hatte. Oh. Und da habe ich keine Ahnung wie viele Stunden mit den anderen gespielt. I'm waking up. Oh mein Gott, war das. Das ist auf dem Dach gefallen. Hast du das gesehen, Michael? Nee, ich hab gerade was anderes kurz gemacht. Das ist vom Dach gefallen. Der Typ hatte meine Bison genommen, ist vom Dach gefallen. Bist du eigentlich neben mir oder hinter mir? Ich bin. Irgendwo in der Nähe von dir bestimmt. Kann ich dir nicht Anlauf geben? Ich dachte eigentlich. Hui! Okay, ich muss hier einfach ab. Ah, scheiße. Internet. Internet Absparks, Mama. Alter, drei hier draußen. Echt nicht schön, ey. Also Soul ist für mich so eine Camper-Map. Ich glaube, wir müssen mal gleich bei der nächsten Aufnahme zurück zu dem anderen Spielmodus gehen, ey. Ja, willst du noch weiterspielen? War, mal sehen, ne? Ich meine jetzt eigentlich nächste Aufnahme so. Ach so. Och nö, ich finde das hier ehrlich gesagt besser als Das ist besser als Gelegenheitsspiel, ja? Na, das ist auch Gelegenheitsspiel, bloß das ist halt nicht Active Dirty Group, das ist halt Dingenskirchens. Ja. Das andere. Mir fällt bloß gerade der Name nicht ein. Ich finde das schon besser als. Ja. Wo sind denn die? Draußen. Und auf dem Dach. Oh, scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, das ist so schlecht, eine. Getroffen. Oh, Alter. Und ich habe einen getötet mit meinen Granate. Das ist ja schön. Bei Molotov, um genau zu sein.
Wo sind denn jetzt unsere Hostages? Wow! Scheiße. Was hat der? Ah, ist ein Silberspieler. Wow. Global Kompetenz, Goldmedaille. Oder goldenes Ei, whatever. Oh mein Gott, genau hinter dir! Ah, ich wollte gerade sagen. Was bist du? Du bist ein... Eine Geisel wird befreit. Silber... Okay, das ist scheiße. Ah, das schafft er. Oder? Ja, doch, das schafft er. Puh. Ja. Präzision vom Feinsten. Aber hallo. Ich will mich nicht verkämpfen. Wieso nicht? Verkämpfen macht Spaß. Weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so mein Stil. Das war es nie und das wird es wahrscheinlich auch nie sein. Boah, wenn ich schon sehe, dass die Leute da oben sich einfach so verkämpfen. Counter-Strike ist nun mal ein Spiel, wo man taktisch vorgehen muss und Taktik bedeutet auch manchmal halt sich zu verkämpfen, nicht wahr? Aber das ist noobig. Das ist jetzt einfach noobig. Wow. Alter. Oh, hab ich einen Schreck bekommen. Ist ja keiner angeschossen. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt irgendwas. Granate, Molotov. Den kann ich auch noch mitnehmen. Da habe ich ganz viel Spaß und Freude. Oh. So. Ja, genau. Bin ich schon wieder drauf gegangen? Was ist denn das für eine Gülle? Ich mag die Map nicht gerade. Ich mag die Map schon. Zu camperig. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach wirklich irgendwo hinsetzen. Am besten vor die Geisel und einfach warten. Das ist meine Taktik. Was? Yay, wir haben gewonnen. Wuhu. Ich kann mir langsam was Teures zulegen. So. Du kannst ja für mich irgendwas hinlegen. Ich hab da eine Galil liegen lassen. Verletzt bringt das Punkte. Oh, Strafe für das Verwunden einer Geisel. Oh, Tatsache, kann ich die Geisel töten? Und nicht. Wow, ich hab mich einmal getroffen.
war eine gute Entscheidung, nicht hier lang zu, nicht da draußen lang zu gehen. Da will ich aber jetzt auch nicht lang. Nice. Ich hab nichts dazu beigetragen. Wirklich gar nichts? Gar nichts. Boah, bist du scheiße. Also am Vent kann man irgendwie die meisten Kills machen. Also am Invent. Oh mein Gott. Natürlich, da schmeißt natürlich jemand Feuer. Ah, scheiße, da haben sie schon gewartet. Oh, ich habe ihm sogar noch einen Treffer verpasst. Not bad, not bad. Buddy joined your channel. Hallo. Hallo, David. Bin ich wieder. Da bist du wieder und wir sind fast fertig mit unserer Aufnahme eigentlich. Wenn wir das gewinnen. Was wir wahrscheinlich tun werden. Meinst du? Ja gut, doch, das passt aus. Keine Ahnung, ich kann nicht sagen, was hier passieren wird viel, weil... Na doch. Na doch, doch, doch. Weil wir haben die bessere Option. Wir haben mehr Zeit, trocken sind weniger. Jetzt haben wir gewonnen. Locker, easy. Noch die nächste Runde gewinnen, dann haben wir's. In Bordage. Oh mein Gott. Oh, Alter. Nice. So, ich würde sagen, jetzt kaufe ich mir eine Autosniper, einfach weil ich kann. Nee, ich hatte mir eine Neger von. Buddy in your channel timed out. Oh, nee, cool. Über Pascal. Ich glaube, Pascal hat's. Ich glaube, Pascal hat Arcage gespielt. Oh mein Gott, da steht da hinten der Arno los. Ich könnte reiern. Ja, Michael, könntest du reiern? Ich könnte reiern. Also ich bin für nächste Aufnahme in den anderen Spielmodus. Oh Gott. Ah, ich hänge fest. Krebs. Wenn ich das hier sehe, dann kriege ich Hodenkrebs. Wieso kriegst du Hodenkrebs dabei? Das ist ziemlich, das klingt ziemlich ungesund, wenn ich ehrlich bin. Du hast ein Maschinengewehr mit 150 Schuss wegen 21 verballerten Schuss nachgeladen? Ja. Das ist MB2-Gewohnheit, das tut mir leid, okay. Das kenne ich. Ich bin auch nach jedem Gegner nachgeladen. Ah, okay. Zum Glück. Viel mehr hätte ich nicht ausgehalten. Wolltest du gerade die Folge beenden? Ja, dann mach, los. Wir danken auf jeden Fall fürs Zusehen, ne? Card Kompetenz gezeigt, ich nicht so mit 4-8, ne? Aber dafür übertrumpfe ich keinen allen anderen Dingen. Haut rein, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Shooter Sunday und mal sehen, was es da gibt, ne? Bis dann. Michaels Mama.